Mein Name ist Peter Rehberg. Ich bin in Klammern sozusagen Archiv- und Sammlungsleiter des Schwulen Museums, in Klammern, weil ich gerade on leave bin, also beurlaubt seit letztem Jahr, weil ich eine Gastprofessur angenommen habe. Ich habe aber Rüdiger hier in meiner Funktion als Archiv- und Sammlungsleiter kennengelernt und habe jetzt sozusagen als freier Kurator, weil ich mit dem Werk relativ gut vertraut bin, diese Ausstellung kuratiert, mit der Hilfe von Dragan, der neben mir steht und gleich auch noch was sagt, genau, ein Applaus für Dragan, würde ich sagen. Und auch mit der Hilfe von Jessica, unserer Volontärin, die jetzt auch noch mal einen Applaus kriegt. Also einer hat es eben schon gesagt, Rüdiger war ein Freund des Schwulen Museums. Ich kenne ihn seit circa 5 Jahren durch die Zusammenarbeit, wobei ich ihn in Wirklichkeit auch schon seit den 90ern kenne, weil ich genauso wie Rüdiger auch ursprünglich aus Hamburg komme. Rüdiger hatte ein großes Netzwerk von Freundinnen, sowohl hier in Berlin als auch in Hamburg. Und Heiner hat es schon so ein bisschen geschildert, er ist regelmäßig in die Stadt gekommen, hatte hier dann oben seinen Schreibtisch im Archiv und hat sozusagen seinen Vorlass, also Vorlass nennen wir das Werk, solange es eben noch kein Nachlass ist, selber sortiert, Mappen angelegt, Themen gesetzt, wie er seine Arbeit gerne erfasst haben möchte. Das Schwule Museum hat den überwiegenden Teil des Nachlasses von Rüdiger Trautsch und ich möchte auch nochmal Elias Kapelle nennen an dieser Stelle, einen Praktikant von uns, der letztes Jahr tatsächlich monatelang die Sachen von Rüdiger nach Rüdigers Tod dann sortiert hat und viel Vorarbeit für diese Ausstellung hier geleistet hat. Wir konzentrieren uns hier mit der Ausstellung auf das fotografische Werk von Rüdiger. Es gibt auch noch Zeichnungen und andere Sachen. Einige Bilder von Rüdiger Trautsch sind berühmt geworden. Ich glaube, ihr und Sie kennen die vielleicht auch, zum Beispiel die Fotos von der Pfingstdemo 1973 in West-Berlin mit den HAW-Transparenten. Auf diesen Bildern ist zum Beispiel auch der italienische Aktivist Mario Mieli zu sehen, der eine wichtige Rolle damals im Tundenstreik spielte. Das sind Bilder von Rüdiger, die eigentlich ikonisch geworden sind. Und man könnte sagen, Rüdiger lieferte sozusagen das Fotomaterial zum Diskurs der Schwulenbewegung und später der queeren Bewegung und ist in diesem Sinne also tatsächlich ernst gemeint, sozusagen auch das visuelle Gedächtnis, ein visuelles Gedächtnis dieser Bewegung. Ebenso berühmt wie diese HAW-Bilder der Pfingstdemo sind eigentlich seine Bilder des Hamburger Clubs Front, den einige von euch vielleicht auch noch kennen aus den 80er Jahren. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Ich selber habe tatsächlich auch einen Teil meiner Jugend da verbracht. Rüdiger hat in dem Club fotografiert. Wir haben in der Ausstellung einen einzelnen Raum mit diesem Frontthema sozusagen beschrieben. Ich würde sagen, das Front repräsentierte den hedonistischen Zeitgeist der 1980er. Es war sozusagen das Berghain von damals. Rüdiger Trautsch hat nicht nur schwule und queere Events besucht, um zu zeigen, was auf der Straße oder bei Partys los war, sondern er hat auch Fotoserien gemacht. Heiner hat es eben auch schon kurz erwähnt, wo eben nicht die Bewegung, sondern eine einzelne Person im Mittelpunkt stand. Beispielsweise bei der Bärenparty in Hamburg, bei Falls of Europe hier in Berlin, wo er jedes Jahr kam und Leute vor demselben Hintergrund da an der Ecke vom Connection fotografiert hat. Und dazu kamen Serien zu queeren Paaren und eine Serie über Drag beispielsweise. Und das heißt natürlich, wenn man jetzt Rüdiger auch nochmal so einordnet, dass sich schwule und queere Geschichte nicht nur über Demos erzählen lässt, sondern natürlich auch über einzelne Personen. Rüdiger und ich haben oft über dieses Ausstellungsprojekt gesprochen. Eigentlich sollte die Ausstellung 2021 zu seinem 75. Geburtstag eröffnen, aber erst verzögerte sie sich wegen Covid und dann ist Rüdiger im Herbst 2021 gestorben. Welche Arbeiten sollten gezeigt werden? Und wir haben ein ganzes Regal und mehrere Grafikschrank-Schubläden voll davon. Rüdiger selbst lagen vor allem zwei Projekte am Herzen. Die Frontbilder, die ich schon erwähnt habe, von denen er fand, dass sie zu seinen Besten gehörten. Aber auch
seiner Examensarbeit von 1981 vom Lerchenfeld von der Kunsthochschule in Hamburg, die den Titel trägt, aus Liebe hat es kaum einer getan. Das bezieht sich auf einen männlichen Sexworker, der Protagonist ist in der, man kann fast sagen, Fotoreportage, die Rüdiger dann produziert hat. Und diese Arbeit, aus Liebe hat es kaum einer getan, wird tatsächlich jetzt hier auch zum allerersten Mal ausgestellt. Beide Projekte sind hier zu sehen, aber letztendlich ist die Ausstellung viel, viel größer geworden als ursprünglich geplant. Und dafür möchte ich auch dem Schwulenmuseum danken, dass es so möglich geworden ist in diesen Räumlichkeiten. Sie findet eben mit 2 Jahren Verspätung statt. Rüdiger selbst kann sie nicht mehr miterleben. Und wir tragen jetzt die Verantwortung dafür, welche seiner Bilder weiterhin im Umlauf sind und wie sie der nächsten Generation dabei helfen, die Geschichte der queeren Bewegung und der schwulen Bewegung individuell und kollektiv zu erzählen. Ich habe keinen schwulen Mann in Rüdigers Alter gekannt, der so aufgeschlossen gegenüber der queeren Gegenwart war. Er war wissbegierig und wollte über alles reden. Er kam mit zu jeder Vernissage, wenn er zu Besuch in Berlin war, um dort seine jüngeren KollegInnen zu treffen, ihre Arbeiten kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Er war aber auch verunsichert darüber, welchen Platz ihm diese Gegenwart noch überließ. In dem Interview, das Rüdiger zu seinem 60. Geburtstag dem Pink Channel in Hamburg gegeben hat. 75. Das ist auch, wie bitte? 75. Habe ich 65 gesagt? 75. Das ist auch in der Ausstellung zu hören als Audiofile. Hat er gesagt, seine Eltern haben ihn immer davor gewarnt, dass er alt, schwul und arm werde. Und dann sagt er, jetzt bin ich alt, schwul und arm und hat gelacht. Ich freue mich, dass das Schwule Museum entschlossen hat, diese Ausstellung zu machen. Ausstellungen mit Archivmaterialien sind im Schwulenmuseum nicht so häufig, keine Selbstverständlichkeit. Bei der Bebilderung aktueller Themen wird relativ selten auf die Schätze im Depot zurückgegriffen. Was ich nicht nur aus der Perspektive des Archivleiters immer bedauert habe. Ich denke, die Trautsch-Ausstellung führt vor Augen, welche Möglichkeiten sich mit dem Material aus der Sammlung bieten und auch welche Korrespondenzen damit entstehen zu Fragen, die aus der Gegenwart kommen. Der zweite Grund, warum ich mich auch darüber freue und warum ich das wichtig finde, ist, weil Rüdigers Arbeiten auch zeigen, wie sich schwul und queer bedingen, überschneiden und zusammengehören. Für mich, meine Sicht, ist eher durch eine nordamerikanische Perspektive geprägt, schien die oftmals unversöhnliche Gegenüberstellung von schwul und queer in der deutschen Debatte immer absurd. Vor allem auch, weil der Begriff Queer in seiner ästhetischen, politischen und analytischen Schlagkraft im Kontext einer Gesundheitskrise entstand, die in der westlichen Welt in großer Zahl schwule Männer traf. Erst im Zuge von AIDS-Aktivismus und feministischer und schwuler Sexpositivität begann die ruhmreiche Karriere von Queer. Das heißt eben auch, ohne schwul gäbe es kein Queer. Schwule Subjektivität und Sexpositivität spielen mehr als 30 Jahre später im queeren Diskurs von heute keine große Rolle mehr. Die Arbeiten von Rüdiger ermöglichen nicht nur einen nostalgischen Blick zurück, sondern sind auch als Herausforderung an die Gegenwart zu verstehen. Wie gelingt es, dem queeren Diskurs ein produktives Verhältnis zu schwul zu entwickeln? Und diese Aufforderung gilt natürlich auch umgekehrt. Eine Herausforderung nicht nur für das Schwule Museum in Berlin. Eine Ausstellung ist immer eine Teamleistung, die vom gesamten Haus und den hier Arbeitenden gestemmt wird. Und Ihnen allen gilt mein Dank. Ganz besonders möchte ich mich bei Dragan und Jessica bedanken, das habe ich schon gemacht, die mich bei der Auswahl der Bilder unterstützt haben. Bei Jörg und Jori vom Aufbauteam, bei Colin hat das Ausstellungsmanagement gemacht, bei Sanko, der die Grafik gemacht hat. Genau, und mit den relativ wenigen Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, dann insgesamt zusammen diese Ausstellung hier auf die Beine gestellt haben. Mein besonderer Dank gilt auch Rüdigers Hamburger Freunden und Freundinnen, ohne die es diese Ausstellung nicht gegeben hätte. Eckart Bühler hat uns seine Fotos von Rüdiger zur Verfügung gestellt, darunter auch das tolle Bild von Rüdiger als Lederdaddy vor Pink im Hintergrund. Klaus-Dieter Begemann und Hamburg Pride haben mit Spenden die Produktion des Scenes ermöglicht. Und mein Dank gilt vor allem auch der gesamten Erbengemeinschaft aus Hamburg, neben Klaus-Dieter, Nathalie, Jörg, Steffi, Nigel und Klaus, ohne deren Einsatz der Nachlass von Rüdiger nicht bei uns im Museum gelandet wäre. Die Ausstellung wird den ganzen Sommer noch bis Mitte September zu sehen sein. Ich wünsche ihr viele BesucherInnen und hoffe,
Sie trägt dazu bei, dass Rüdigers Arbeiten noch lange in unserem schwulen und queeren Gedächtnis bleiben. Dankeschön.